Leute, meine Lieferung ist angekommen. Duels of the Planeswalkers 2014, die Android-Version. Das heißt, auch für die Android hat man ein Promo-Pack bekommen. Wann war das? 2013. Magic 14. Naja, gucken wir uns das mal an. Mal gucken, was dieses Boost ist das. Was ist denn? Die ist von einem völlig anderen Hersteller gekommen. Ja. Und trotzdem auch die hat, seht ihr das? Diesen Strich. Was ist denn? Kann mir das irgendwer erklären? Ist das normal, bevor ich mich hier weiter aufrege? Ist das normal bei diesen Karten? Oder sind die einfach unglaublich alt und unglaublich kacke gelagert worden und super ätzend und keine Ahnung was? Das kotzt mich total an. Naja, Scavenging Ooze kennen wir, 2x2x2. Man kann ein grünes bezahlen, um eine Karte aus dem Friedhof zu entfernen und eine +1/+1 Marke auf den Scavenging Ooze zu leben und ein Leben zu bekommen. Dann haben wir Shandra's Outrage. 4 Mana, fügt einer Kreatur 4 Schaden zu und dem Besitzer 2 Schaden. Doomblade, die Karte ist gut. Ein schwarzes, ein farbloses Destroy Target Non-Black Creature, also zerstört nicht schwarze Kreatur. Das ist ganz cool. Rambling Ballauf, 4 Mana, 4/4. Das ist ein geiles Artwork. Ja, das ist ein echt geiles Artwork. Naja. Pazifismus, man verzaubert eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur kann weder angreifen noch blocken. Klaustrophobia. Wenn ins Spielfeld kommt, tappt man eine Kreatur und die Kreatur enttappt nicht während des Ertappsegments. Für 2 blaue ein farbloses. Und Magic Celebration 2017, Your Friday Night Destination. Ich gucke mir das jetzt nochmal genauer mit euch an. Das könnte halt maximal sein, dass man die Booster irgendwie so gelagert hat und sich deshalb dieses, ich lege die mal aus der Hand, dieses mittlere hier auf der Karte abgedrückt hat. Ich weiß es nicht. Wenn das einer von euch weiß, bitte schreibt mir das mal in die Kommentare. Weil das bringt mich langsam zur Verzweiflung. Bis dahin, Alexi. Ciao, ciao.